Wo um Himmels Willen steckt Larry Kudlow? Das ist jetzt wirklich ziemlich hart. Vor allem für die Algorithmen, die haben schon akute Entzugsentscheidungen. Die brauchen optimistische Handelsstil-Headlines, sonst ist ein schnelles Update erforderlich. Umprogrammierung gewisserweise. Und jetzt sagen sich die Märkte, wo ist Kudlow, wie man einst, da kann ich mich noch als Knabe erinnern, im Fernsehen den Langläufer Jochen Behle, als der Reporter sagte, wo ist Behle, wo ist Behle? Damals ein absoluter Sieganwärter, der deutsche Langläufer Jochen Behle. Und jetzt braucht es schlichtweg einen Larry Kudlow, der uns versichert, dass der Deal ganz, 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 ganz nahe ist. Sonst wird es eng. Schon auffallend, dass wenn überhaupt was Positives in Sachen Handelsdeal kommt, dann kommt es aus China. Von den USA kommen eher negative Nachrichten. Wir hatten ja gestern den Bericht, dass es möglicherweise 2019 nichts mehr wird mit dem Handelsdeal. Daraufhin sind die Märkte extrem gefallen. Als Trump dann sagte, naja, die Chinesen, die sind scheinbar nicht bereit, meine Forderungen zu erfüllen, da haben die Märkte kaum gezuckt. Also etwas merkwürdige Reaktionen der Algos, die möglicherweise so ein paar Entzugsentscheidungen haben und dadurch etwas seltsam agieren. Schauen wir uns mal das Hin und Her im Handelskrieg an. Wir haben gestern Deal delayed into 2020, also kein Deal mehr in 2020. Booms, ging es nach unten. Dann kam der Bericht hier im Abgeordnetenhaus, hat diese Hongkong-Bill beschlossen, ging es nach unten. Dann heute Nacht die Message, Liu He, Vizeministerpräsident Chinas und Verhandlungsführer, vorsichtig optimistisch, dass es zu einem Handelsdeal kommt. Bums, ging es nach oben. Dann Aussagen des Handelsministeriums aus China. Nein, diese Dinge seien Gerüchte, dass es nicht gut laufe mit den Verhandlungen. Märkte nach oben, aber auffallend ist, dass die Spikes nach oben nicht mehr so groß sind. Was war da noch vor 3-4 Wochen los, als ein Larry Kudlow ganz tolle Sachen gesagt hat, als irgendwelche optimistischen Nachrichten kamen. Da ging es ja richtig zur Sache. Jetzt haben wir hier so ein kleines Piepserchen. Das war's schon. Dann Chinas Wang Yi, ein ganz hoher Diplomat, der Trump attackiert hat, ging es wieder nach unten. Dann kam die Headline aus der South China Morning Post, dass Liu He in der letzten Woche bei einem Telefonat die US-Delegation nach Peking eingeladen habe. Aber da ist man zunächst auch mal nach oben gegangen, aber dann haben die Algos den ganzen Bericht etwas genauer gelesen. Da stand nämlich dann drin, dass die US-Delegation nur bereit wäre hinzufahren, wenn wirklich substanzielle Angebote der Chinesen in Sachen geistigen Eigentums etc. kämen. Auffallend ja, dass wir bisher nicht mal von der amerikanischen Seite irgendwas von diesem Besuch gehört haben. Und dann kam nochmal eine hoffnungsfrohe Botschaft der South China Morning Post, dass die USA die am 15. Dezember anstehende Zollanhebung verschieben könnten, wenn es bis dahin noch keinen Deal gibt. Auch wieder ein bisschen nach oben, aber dann die Nachricht wiederum der South China Morning Post und wieder nach unten, dass China damit rechnet, dass Trump diese Hongkong-Bill unterzeichnet. Aber die Frage ist, wie das passiert, wie wird das zelebriert? Die Chinesen notfalls, wenn hier sozusagen die ganze Geschichte demütigend ablaufen würde, dann würde man notfalls sogar die Handelsgespräche abbrechen. Also das ist so ein bisschen das Auf und Ab, der tägliche Wahnsinn in Sachen Handelsdeal, aber es ist das, oder Handelskrieg, aber es ist das, was eben die Märkte derzeit, naja, kann man sagen, am meisten beschäftigt. Aber die Amerikaner auch beschäftigt mit dem US-Konsumenten und da ist langsam der Zweifel da. Es war ja immer das Narrativ, der US-Konsument, der ist stark, oh stark. Jetzt muss man feststellen, wir haben Kohl's, wir haben Home Depot gehabt, wir haben heute Macy's gehabt, erneute Umsatzwarnung und Gewinnwarnung. Einzig und allein Walmart einigermaßen okay, auch wenn der Umsatz geringer war. Target gestern, das hat nochmal Optimismus geschürt, aber insgesamt das Bild bei den Einzelhändlern in den USA doch eher sehr, sehr schwach. Erstes Umdenken bei den Amerikanern. Dazu haben wir dann auch ziemlich miserable Konjunkturdaten heute gesehen. Wir haben etwa einen erneuten Anstieg der US-Erstanträge gesehen. Das ist jetzt aus diesem Seitwärtstrend, aus diesem auf niedrigem Niveau tendierenden Seitwärtstrend ausgebrochen nach oben. Erstmal braucht noch weitere Bestätigung. Wir haben die Frühindikatoren gesehen, die im dritten Monat in Folge negativ sind und das nach 3 Zinssenkungen. Wir haben zwar einen in der Headline besseren Philly Fed Index gesehen, aber neue Aufträge miserabel, Beschäftigung miserabel. Also
wie da die Zahl ermittelt wurde. Vermutlich hat man da das Sentiment mal Gewicht von Donald Trump genommen, dann kam man auf die Zahl, auf die Headline-Zahl an. Das ist das nicht wirklich erklärbar. Also, es gibt so ein bisschen Zweifel in den USA. Das ist das, was sozusagen jetzt zu Buche schlägt. Wir sehen etwa auch Eisenbahnverkehre in den USA, also Gütertransport über Eisenbahn, wieder mal 8,4% gefallen. Wir haben jetzt einen einzigen oder haben in diesem Monat, in diesem Jahr noch keinen einzigen positiven Monat gehabt. Das heißt, wir haben permanent rückläufige Transportzahlen. Das sind für mich auch hervorragende Frühindikatoren. Ebenso, was die Märkte betrifft, jetzt der sogenannte Margin Debt, also die Hebelung von Investoren. Wir sehen, dass in Euphorie-Situationen, wenn die Investoren in den USA damit rechnen, dass die Märkte nach oben geht, der Margin Debt deutlich nach oben geht, dann beginnt er oft schon zu fallen, bevor die Märkte fallen. Aber dann, wenn der Margin Debt wieder nach oben geht, wenn hier das Tief erreicht ist, dann ist zuverlässig auch das Tief an den Märkten erreicht. Jetzt sehen wir, dass die Kurse weiter steigen, aber der Margin Debt deutlich gefallen ist. Wenn wir solche Situationen gehabt haben, dass der Margin Debt nach unten gedreht hat, die Aktienmärkte noch nach oben gestiegen sind, dann gab es immer einen ziemlich herben Abverkauf. Muss diesmal nicht passieren, aber es sollte auf jeden Fall ein Warnsignal sein. Und wir haben ein weiteres Warnsignal etwa mit den sogenannten Junk Bonds. Hier das ETF JNK, also die Unternehmensanleihen mit eher fragwürdiger Bonität, praktisch ein sehr, sehr gutes Risikobarometer. Da haben wir gesehen, dass wir hier an diesem Abwärtstrendkanal gescheitert sind, jetzt möglicherweise hier an einem neuralgischen Punkt sind. Und wenn wir uns die Entwicklung zwischen Junk Bonds und dem S&P 500 mal anschauen, sehen wir hier bei den Junk Bonds eine deutliche rote Kerze. Da wird also Risiko vom Tisch genommen, während der S&P 500 noch weiter gestiegen ist. Auch das sollte nachdenklich stimmen. Schauen wir uns die Charts an. Was ist da heute zu erzählen? Was wir hier sehen, ist der Nasdaq 100, die Charts von Capital.com. Wir sehen eine leichte Erholung jetzt beim Tech-Index, der gleichwohl im Minus ist. Wenn heute der S&P 500, den wir jetzt hier sehen, meine Damen und Herren, der aktuell bei 3104 handelt, nochmal negativ schließen sollte, dann wäre das der dritte Handelstag in Folge, dass dieser Leitindex der Welt negativ schließt. Das hat es zuletzt, glaube ich, seit der Französischen Revolution gegeben, 1789 so um den Dreh. Ist also schon ein paar Tage her. Schauen wir uns mal den DAX an, dann sehen wir, dass der Leitindex sich einigermaßen seitwärts hält, 13.163. Aber wenn wir uns mal die europäischen Werte insgesamt anschauen, was ist stark, was ist schwach, dann sind es Industriewerte, Industrials, die schwach sind in Europa, es sind Materials, also alle, die mit Materialien zu tun haben, Thyssen heute massiv abgestürzt, 14% nach unten, also praktisch die Zykliker, die heute Schwäche zeigen. Und das Narrativ auch hier in Europa war ja natürlich, ja, wir werden großartige Erholungen sehen in der Konjunktur, das ist nur eine Delle. Dieses Narrativ im Mindesten ist jetzt ein bisschen in Frage gestellt. Schauen wir uns Euro-Dollar an, kommt ein bisschen runter, 1,1062, Gold weiter, naja, ein bisschen in Wartestellung, 1466, und Crude Oil kann weiter steigen, weil es möglich ist, Jemen, Saudi-Arabien und was auch immer, obwohl die OPEC heute oder Quellen aus der OPEC gesagt haben, naja, mit einer weiteren Produktionskürzung wird es wohl nichts werden. Aber es ist vielleicht so, dass jetzt einige hier short gegangen sind in diesen Abverkauf, den wir kürzlich gesehen hatten. Und die müssen erstmal gegrillt werden, bevor es dann weiter runtergeht. Das ist jetzt vielleicht auch das Motto, das wir an den Aktienmärkten sehen. Nächste Woche ist ja Thanksgiving, normalerweise eine sehr positive Zeit für die Aktienmärkte. Aber wir sind eben so stark auf Anschlag, was die Überkauftheit betrifft, nach wie vor, dass eben möglicherweise schlichtweg zu wenig Käufer derzeit am Markt sind. Heißt nicht, dass wir nicht dann doch noch eine Weihnachtsrallye sehen, aber es ist eben im kurzen Zeitfenster, im sehr kurzen Zeitfenster wohl relativ schwierig, hier nochmal eine solche Euphorie zu kreieren, wenn nicht wirklich durchschlagende Durchbrüche beim Handelskrieg kommen. Wir warten auf Larry Kudlow sehnsüchtig. Larry, zeig uns, dass der Deal so knapp davor ist, abgeschlossen zu werden. Dann werden wir wieder kaufen und dann sind auch die Algorithmen wieder glücklich. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sag Servus und Ciao.